Danke an die ganzen Follows, die reingekommen sind in der letzten Zeit. Der Moritz hat sein Cruel Erlheim-Trikot dahin gehängt über dem Stuhl. Auf dem Studio. Ich hole hier nochmal die Spielerlisten raus. Ja, dass wir da auch nichts verpassen. Leute, die Stimmung geht hoch. Wir haben laute Musik in der Halle. Ich glaube, die Mannschaften dürfen einlaufen. Ich weiß nicht, ob sie anmoderiert werden. Ja doch, wir hören nochmal zu. Chat einmal zuhören. Lorenzo Bime. Fabian Mücke. Burak Tastan, sehr, sehr guter Spieler. Guter linker Fuß. Johannes Fleischle. Berg Özcan, der Mann vom Halbfinale. Und Serap von Ortheim, der Spielertrainer, läuft am Ende ein. Jetzt die Heimmannschaft, die SG Empfingen, kommt von rechts aufs Feld in den schwarzen Trikots ohne Leibchen, fairerweise. Pana Karapidis mit der Elf. Mit den Jungs laufen sie ein. Es folgt Felix Blocher mit der Nummer 18. Dennis Rebmann, der jüngere der beiden, der ältere der beiden mit der Nummer 4. Daniel Schima. Dani Schima, Robin Schissler. Wer Marius Tittink, Moritz Zug. Sonai und Selgen Erdem. Und wir haben natürlich den spielenden Torwart und absoluten Publikumsliebling, Nico Rebmann. So, alle Spielenden sind da. Geil, dass die kompletten Empfinger da jetzt rechts hinten noch an der Bande stehen und ihre Truppe unterstützen, immer wieder gegen die Bande trommeln und die Jungs anfeuern. Wird ein geiles Finale, Leute. Ihr seid alle da. Jetzt ist eine überragende Sache. Holzhausen, größte Blamage. Naja. Marius, du hast so schöne Stimme. Alter, Lolo. Ha, ich bin nervös. Ich hab jetzt auch Bock. Ich hab Bock. Tom, wir gehen jetzt auch in den nächsten 20 Sekunden in die neunte, haben wir die neunte Stunde Stream. Das ist ja krank. Offiziell beendet und gehen in die zehnte. Aus Holzhausen, Bender, liebe Grüße an die Drossinger Jungs. Sind die schon daheim? Krank. Jetzt muss ja der Markus noch den Tisch abbauen, der Markus Seyer von der SG Empfingen. Der durfte gerade aber auch den Pokal raustragen. Ja, finde ich auch mehr als verdient. Den großen Wanderpokal, um den es genau jetzt geht. Tom, let's go. Viel Spaß. Viel Spaß an alle, viel Spaß an unser Team da im Hintergrund. Lass uns nochmal 12 geile Minuten machen und wir werden sehen, wer hier Hallencup-Sieger 2024 Empfingen wird. Leute, und das ist jetzt ein Finale, gell? Wir brauchen ein gelbes Leibchen, Jungs. Hoffentlich ist das jetzt auch jedem bewusst. Wir brauchen noch ein gelbes Leibchen. Schüssler wird das Finale entscheiden, also ich traue ihm gespannt. Zu. 90 Stunden ist angebrochen, kompletter so. Banger. Stunde 10 läuft. Ne, jetzt sind es ja schon 9 Stunden. Jetzt sind es schon 9. Zum Ende 10. Ah, ich habe gesagt 9 Stunden angebrochen, verdammt. 10 Stunden ist ja quasi angebrochen. Ja. Oder? Quasi. Wir zwei sind nicht die richtigen, die sich über Zahlen und Mathematik unterhalten sollen. So, außer Tore und Tabellen und. Tom, nochmal zum Wohl. Einmal nochmal Brie-Game. Brie-Game, Brost. Ist okay. Let's go. Und wer hätte gedacht, dass Nagold so startet? Ist Tastan auf dem Feld? Nein, Burak Tastan ist draußen. Der kam immer erst rein. Clever. Der wechselt nämlich mit dem Serach. Ich wollte gerade Schirach sagen, aber das ist jemand anderes. Ferdinand von Schirach. Schirach, Serach von Nordheim. Klassisches Abtasten hier zu Beginn. Das sind die geilsten, das sind so ganz ruhige Sekunden im Finale am Anfang. Klassiker. Wenn davor alles hyped war. Ja. Und jetzt die Jungs aber doch auch irgendwo gemerkt haben, oh Scheiße. Eins in den Chat für Empfingen, das ist eine richtige, ist eine gute Idee, Raffi. Eins für Empfingen, zwei für Nagold. Ihr entscheidet, Chat. Auf geht's. Gebt uns nochmal die Zahlen. Was denkt ihr? Was sagt ihr? Nicht, wen ihr supportet, sondern was ihr denkt. Was ihr denkt, wie es hier ausgeht. Eins in den Chat für Empfingen und zwei für Nagold. Ah, okay, ausgeglichen. Rein damit. Drei für Beisingen. Ah, okay. Nehmen wir auch.
Erster Abschluss vom Lorenzo. Lorenzo. Biemel Richtung Tribüne. Nico Rebmann am Ball. Wird jetzt angelaufen von Perparim Halimi. Über den haben wir noch ganz wenig gesprochen bisher. Finde ich gut, der Torwart früher anzulaufen. Ist ja auch ein klares Foul. Ihm muss man auch den Druck geben. Ja. Marcel Bender, Torhüter, der ausruht seinen Bender, sage ich echt auch. Das ist eine meiner Lieblingscommands. So, Nico Rebmann. Fehlpass. Aber sie bleiben am Ball. Boah, okay. Stark. Und es geht. Perparim Halimi. Gerade angesprochen. Halin auf links. Die Halle ist hinter Empfingen. Logischerweise die ganzen Mitspieler der Jungs und Team 2. Sie haben es schon lange nicht mehr gewonnen, habe ich gehört. Ich weiß nicht mal, wann es zuletzt war, aber es ist lang her. Ja, ja. Markus Seyer hat gesagt, sie haben es schon gewonnen. Ja, Daniel Seemann hat gesagt, sie haben es nie gewonnen. Das war Fake News. Und da war Markus Seyer ein bisschen sauer. Das heißt, es muss schon lange her sein. Es ist ein paar Tage her. Titelverteidiger war, by the way, der FC Holzhausen. Mhm. Okay. Serach angelaufen von Marius Tittjung. Mutiger Move da. Biemel fordert Mitspieler. Nein, von Nordheim hat Platz. Jetzt von links, hat ihn aber auf dem rechten, muss inside out, kriegt er nicht hin. Flacher Schuss Richtung Tor. Starker Run hier. Sonne, Erdem, Sonne. Sonne, Erdem. Es ist echt. Aua, hat's mir getan? Nee. Was passiert bei Gleichstand nach 12 Minuten? Es gibt eine Verlängerung. Jo. Ich glaube 5 Minuten war es bei den. War's. Es wäre nachher spannend zu sehen, wer die meisten Abschlüsse hatte in dem Finale. Bin auch gespannt. Irgendwo Biemel oder Rebmann. Also Nico Rebmann im Tor natürlich. Johannes Fleischle verliert jetzt den Ball, erobert ihn aber gemeinsam mit Berger schon zurück. Player of the Semifinal. Da muss man aber ganz klar sagen. Halbfinalspieler. Mit den meisten, mit den entscheidenden Toren für Nago, dem Burak Tastan, da ist er gefährlich. Da wollen sie ihn haben, aber auch zu Recht. Fleischle. Zum Torwart. Sehr gut. Nago hat die Kontrolle und hält erstmal den Ball. Bisschen habe ich das so erwartet, muss ich sagen. Das ist ein sehr guter Ball. Den nimmt er aus der Luft, Fleischle. Oh, schade. Sein Mitspieler, ich glaube Fabian Mücke, ja, hat er knapp verpasst. Der ist jetzt wieder in der Aktion. Nico Rebmann kommt nicht mit den Händen an den Ball. Das ist kein Foul. Oh, den das darf der Pfiff. Halle nicht geben. Das ist so ein Hallenpfiff, den du machst, aber ist okay. Sergen Erdem wechselt wieder raus. Hier kommen Pana Karapidis und Dennis Rebmann aufs Feld. Nico hat ihn jetzt auf links. Er muss schießen. Die Halle ist hinter ihm und er knallt ihn an die Latte. Das sind aber auch gute Dinger. War der dran? Der Torwart war dran. Okay, ich dachte schon. Ich glaube, der ging an die Decke und deswegen wird eingespielt. Ja, aber es war der Torwart da dran. Ah, okay. Trotzdem. Also ich habe das nicht direkt gesehen, ob der dran hat. Deshalb gut, ich bin überrascht, dass Hempfing in den Ball hat. Ja, ich glaube, sonst wäre der rein. Stimmt. Und wieder auf dem linken hat er. Dem muss doch der Oberschenkel morgen wehtun. Ja, also ohne Witz. Das ist kein Foul. Ach, Jungs, das ist außerhalb vom Strafraum. Ach komm. Nein. Bitte macht es nicht. Och nein. Das ist doch müssen wir cool bleiben. Das ist nicht fair. Das ist eine Fehlentscheidung gegen Johannes Fleischle. Sorry, aber das sah von hier einfach sehr, sehr, sehr so aus. Ein Heimvorteil, den er nicht kriegen darf. Danke für die Follows. Nico Rebmann ein bisschen mit einer Show, bleibt da liegen im Tor. Ja. Und Johannes Fleischle wird hinter die Bande verbannt. So, 7 Minuten 25 merken wir uns, bei 5:25 darf Nagold wieder aufhören. Wir sind gespannt, wir haben heute auch schon Momente gesehen, wo eine Mannschaft in Unterzahl 2 Tore erzielt hat. Also ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Und mit dem Mann im Tor bist jetzt halt 2 Mann mehr. Das ist Klassiker. So. Aber Nagold muss da jetzt cool bleiben. Ich sag mal, wenn sie mit einem 0-1 da rausgehen, dann ist es okay. Dann ist es gut. Viele Mädel jetzt für ihn hier vorne. Ich glaube, der Neuner, kann es sein? Ja, der Christos Tomiaidis. Der mit der unglücklichen Aktion zum. Wo er auch. Ne, da gab es. Elfmeter? Ne, was? Er hat gegrätscht im Strafraum und dann gab es die 10 Meter. Das war das vorhin. Ja, ganz genau. Ja, Chat, ich bin ein bisschen bei euch. Ist nicht ganz fair.
Aber gute erste Sekunden hier. 7:25 haben wir gesagt. Also ne. Jetzt Empfingen natürlich. Stark hier. Und er kriegt ihn. Macht er clever. Es gibt jetzt Zeit. Ein paar Sekunden können sie mitnehmen. Bis er sich den legt. So. Erste Minute der Unterzahl ist vorbei. Panaka Rapides köpft den ins Aus. Jetzt hat ihn. Oh, das darf man nicht machen. Nagold, das darf man auf gar keinen Fall machen. Kann oh, das ist eine Riesenaktion. Nicht umkurven, der hält den nämlich. Alter. Zwischen, oh nein! Und dann macht er den. Moritz Zug mit dem 1:0. Das für die SG Empfingen. Was ist das für ein Tor, bitte, Leute? Das ist Wahnsinn. Ich kann es gerade gar nicht ganz genau beschreiben, was da jetzt passiert ist. Drei Nagolder fangen ein äußerst, äußerst vermeidbares Tor. Das ist auch ein Scheißball, Junge. Sorry. So, 15 Sekunden noch in Unterzahl. Aber wie gesagt, wenn sie da mit einem rausgehen, glaube ich, passt es. Denke ich auch. Ui. Okay. Ganz riskantes Ding. Also, Überzahl, gut überstanden, Unterzahl, gut überstanden. Und wir haben wieder Gleichzahl. Ist. Flash ist noch draußen, also er kann nicht drauf. Nee, der Ding ist rein. Yeah. Seraph kam gerade drauf. Auf geht's, Nagold im Chat. Chat, bin gespannt, was ihr sagt. Tastan. Ja, aber das ist okay. Den darf er sich schon mal nehmen. Ist ja seine Stärke. Muss er nicht, aber kann er. So, 5 Minuten, 4:40 spielen wir noch. Empfing bringt den flach ins Spiel, wird hoch angelaufen von Nagold. Der kommt auf glückliche Art und Weise zu Empfingen. Schüssler. Und das so, nein. 2:0 Empfingen. Weil da einer rutscht, auf der hier ausrutscht. Gell? Auf dem Weißen sind schon mehrere gerutscht. Aber auch auf dieser Werbefläche da. Irgendwie eine unglückliche Situation für die Nagolder. Biemel kriegt die Hand auch nicht mehr komplett hinter den Ball. So trifft Sonne Erdem zum 2:0. Und Empfingen ist auf Kurs. Hallencup-Sieg in der eigenen Halle. Schüssler. Rebmann. Und sein Bruder Nico Rebmann. Es gibt 2 Minuten für Seraph von Nordheim. Was hat der jetzt gerade zum Schiri gesagt? Das ist aber auch, also das ist so dumm. Eine Sache, die ich nicht verstehen kann. Also als Spieler, Trainer ist es äußerst, 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 äußerst fragwürdig, dass er gerade ohne Zweikampfaktion vom Schiri hinter die Bande gestellt wird. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, ich weiß nicht, ob er was gesagt hat, aber irgendwas das muss ist gewesen sein. Einfach nicht. Dass der Schiri ganz, ganz dumm in die Bande stellt. Ja, Raffi, du sagst es. So, aber vielleicht, Nagold, warum denn nicht? Zum zweiten Mal in unserer Zeit. Halt. Berg Özhan macht es geil hier gerade. Kämpft. Probiert und macht. Probiert die Meter zu machen. Jetzt ist natürlich ein leichtes Spiel für Empfingen. Das Ding muss einfach nur gehalten werden. Oh. Panaka Rapides verpasst da. Wild. Das wäre die Entscheidung gewesen. Du musst einspielen, junger Mann. Genau. Das kann die Entscheidung sein. Robin Schüssler scheitert am Lorenzo Biemel. Lorenzo, machst du alleine. Der das weiterhin sehr, sehr gut macht von da hinten. Berg Özcan ist weit vorne, läuft durch. Und ist auch sauer. Das ist auch eine unfassbar unclevere Aktion. Also ich weiß nicht, was der VfL Nagold sich dabei denkt. Aber das ist einfach nur dumm. So bleibst du natürlich nicht im Spiel. Rote Karte. Gigi Bergetschan muss raus. Und jetzt sind noch 2 Nagolder Feldspieler auf dem Platz. Panaka Rapides muss auch nicht sein, weiß er auch ganz genau. Er ist jetzt auch nicht hier der hier das Streit schlechter spielt. Nein. Oh Mann. Sicherlich nicht. Und das ist... So leid es mir tut, nicht ganz das würdige überhaupt gar nicht Benehmen im Finale, dass sich dieses Turnier hier eigentlich verdient. Schiedsrichter macht hier gar nichts falsch, um das gleich mal zu sagen. Vielleicht die ersten 2 Minuten können wir streiten, aber danach ist das alles völlig in Ordnung.
was in so Köpfen manchmal vorgeht, das würde mich interessieren. Jetzt spielen sie ja 2 gegen 5. Empfingen muss nichts mehr machen, außer das Ding laufen lassen. Das ist quasi eklig. Das ist so schade, jetzt gerade hier. Dennis Redmann spielt ihn trotzdem an die Bande. Ist auch locker noch eine Minute. Und dann ist es nochmal zu dritt. Und Moritz Zug macht es 3:0 und das dürfte es dann gewesen sein, dass Empfingen das Ding hier zu Hause gewinnt. Ulmer hat den Jubel drauf, wichtig. Ja, das ist wohl der Heimsieg. Oh, ja, und das nächste Tor. Das nächste Tor. Marius Tittjung darf hier auf 4:0 stellen. Nach Fehlpass zwischen Tastan und Biemel. Ja. Das haben wir uns anders vorgestellt hier. Aber für die zwei Jungs ist es natürlich auch sau bitter. Ja. Da darf jetzt einer rein. 3 Nagolder wieder drauf. Schima. Gut gemacht. Ja, ja, die rote Karte war klar. Da brauchen wir nicht drüber sprechen. Also, da brauchen wir gar nicht diskutieren. Die 2 Minuten, die Serra von Nordheim davor kassiert. Weil war es schon. Auch. Ja, also, ja, 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 ja. Die ersten 2, über die können wir vielleicht uns unterhalten, aber danach passt es schon alles. Da steht sich Nagold einfach komplett selber im Weg, da brauchen wir nicht drüber reden. Also bei 3 solchen Aktionen im Finale ist leider nichts zu machen. Nee. So hart das klingt. Wenn du von 12 Minuten 8 über 8 in Unterzahl spielst, in dem Fall ja 9, weil ja die eine überschneidet. Jungs, bleibt cool, macht euch jetzt nicht kaputt, bringt das fair zu Ende. Ich finde, der Burak Tastan und der Lorenzo Biemel, die stehen für mich auch, die stehen auch ein bisschen für das, wie es eigentlich sein sollte. Holen schnell den Ball aus dem Tor, wollen weitermachen, wollen auch weiter spielen, wollen keinen Stress. Ja. Völlig richtig. Ebenso die Jungs, die jetzt auf dem Feld sind, Fabian Mücke und Johannes Fleischle, verkaufen sich äußerst ehrenvoll. Also. Ja, wollen ja hier auch die Fahne, glaube ich, irgendwie hochhalten, ja, genau, für Nagold. Für ihre ungleicheren Fleischle. Fleischle, der wurde hart vom Feld gestellt, muss man sagen. Der harte 2 Minuten kassiert. Und das war vielleicht so ein bisschen der Start in die ganze Misere hier in dem Finale. Okay, jetzt macht noch eins, Jungs. Euch gönne ich noch eins. Nico Redmann darf den nochmal einpacken und hat nicht erst jetzt den Empfinger Sieg in den Händen. Und damit haben wir den Sieger vom Hallencup in Empfingen 2024, Tom. Glückwunsch an die Ausrichter. Das ist der Ausrichter, das ist die SG Empfingen, die das Ding in der eigenen Halle lässt. Na cool. Dann doch auch irgendwo verdient im Finale. Empfingen feiert. Die Jungs reißen die Hände in die Höhe, lassen sich von ihren Kollegen feiern, lassen sich von der Halle feiern. Tüten mit einem 4:0 im Finale. Den Sieg ein im Hallencup 2024. So, jetzt hoffen wir, dass die Jungs hier cool bleiben. Die Nagel ist sehr fair, gefällt mir sehr gut.